Und beim Drachen hier hinter uns sind wir immer noch mit unseren Schlüsseln. Ja, wofür sind diese Schlüssel? Da habe ich lange für gebraucht, um das herauszufinden. Ja, und es ist hier im Moment leider kein Blind Let's Play, aber das mache ich bewusst so, weil wenn man das blind spielt, dann braucht man ellenlange dafür. Man rennt dann teilelang nur durch die Gegend auf der Suche nach irgendwas, wo man dann auch nicht weiß was. Und das möchte ich euch ersparen, denn ich möchte euch hier dieses Let's Play, sprich das Spiel, präsentieren, so dass es Spaß macht, mir zuzuschauen und dass ihr vielleicht auch irgendwie irgendwann mal Lust selbst auf dieses Spiel haben werdet, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Aber okay. So, hier, diese Hütte können wir damit aufschließen. Genau. Hier sind wir drin und was haben wir hier? Nichts. Wir haben hier etwas. Na komm schon. Hört sich nicht so an, als ob noch viel übrig wäre. So, dann haben wir hier etwas, was wir nicht brauchen können. Aber wir haben jetzt hier... Na komm. Sieht aus wie eine Art Riemenmechanismus. So, und diesen Riemenmechanismus können wir damit ein wenig... So, dann brauchen wir jetzt unser, wo ist es? Unser Shakara. Da ist es. So, da haben wir nämlich die Tür. Die können wir jetzt mit diesem Shakara hier unten ein wenig lockern. Na. Schon kapiert. Genau. Blödes Teil. Scheint festzustecken. So. Hier wieder raus. Hallo, Simon. Da. Jetzt können wir nämlich hier endlich hochklettern. Wir brauchen nämlich Licht. Natürlich. Sie scheint zu klemmen. Ups. Ja, au! Ich hasse hinfallen. Es tut weh. Oh. So, hier kommt jetzt ein Lichtstrahl rein und diesen Lichtstrahl können wir benutzen. Mit. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Boah, da ist er. Cool. So, dadurch haben wir nämlich etwas gelockert und etwas freigegeben. So, hier jetzt geht's. Oh, Simon, bitte geh raus. So, hier auch wieder runter. Das hier unten übrigens, habt ihr ja gesehen. Hier haben wir, weiß ich nicht, wie viel Teil, die Holzbäume wieder gefunden. Und das hier war ja auch der Baum, ja, der unserem Ninja zum Verhängnis geworden ist. Und, oh, mein Telefon. Freunde, ich bin gleich wieder zurück. Moment. So, da sind wir wieder, Freunde. Es geht weiter, es geht weiter. Wir haben jetzt mit einmal der Aktion jetzt hier gerade und der Aktion mit dem Wagen Folgendes erreicht, dass wir den Wasserstand gesenkt haben und wir jetzt hier, ihr seht es, die geheimnisvolle Insel endlich erreichen können. Also, auf geht's. So. Ach, jetzt kommt erstmal wieder die Melodie. Genau. So, hier sind wir jetzt unten angekommen. Hier wäre normalerweise überall Wasser gewesen. Hier ist ein ungekipptes Boot, was wir... Das muss eines dieser komischen hängenden Boote sein. Genau. Benutzen können. Eher weniger das Boot, sondern mehr das Seil. An der sich Simon galantvoll nach oben bewegt.
So, und hier schaut es euch an, wen wir da haben. Na, ich renne ja wieder alles um. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Hey, du bist's! Hoppla! Hey! Alles in Ordnung? Hallo! Hast du's, überlebt? Sag einfach nichts, wenn's dir gut geht. Und ich ziehe vergnügt von dannen. Wer zum Teufel bist du? Ich bin Simon, der Zauberer. Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Und bitte lass deine Entscheidung nicht von diesem kleinen Zwischenfall beeinflussen. Klar doch. Wie könnte ich jemandem etwas abschlagen, der mich bei unserer ersten Begegnung in eine Lavagrube schubst? Sag mal, was ist das für ein Ding, das da so vorsteht? Das ist mein Arm. Er ist gebrochen. Woher weißt du das? Weil er verdammt nochmal wehtut! Du musst wirklich hart im Nehmen sein, wenn du bei so einem gebrochenen Arm nicht in Ohnmacht fällst. Im Augenblick hält mich nur der Gedanke an Rache wach. Hast du eine Idee, wie ich dich da rauskriege? Klar. Binde das hier einfach irgendwo fest. Klar. Und wie willst du mit nur einer Hand am Seil raufklettern? Mit großen Schwierigkeiten. Ja, nee, ist klar. Was willst du überhaupt mit mir? Auf Empfehlung von Calypso. Ich soll dir das hier überbringen. Calypso würde mich nicht rufen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich mache mich besser gleich auf die Socken. Und was ist mit deinem Arm? Ach, richtig. Tut mir leid, ich war noch nie gut in gruseligen Geräuschen. Ist das mal geil, Freunde? Ist das mal geil? Wegen diesem geilen Humor und der Originalstimme von Simon ist dieses Spiel doch an manchen Stellen wirklich... sehr cool. So. Zurück zum Weltgeschehen. Wir können uns hier zwar umschauen, aber finden tun wir hier nichts außer Ruinen. Deswegen hauen wir hier wieder ab. Ups. Und latschen hier wieder runter. Zur Telefonschelle. So. Jetzt. Drehen, 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 drehen. Verschwinden. Müssen wir wieder zu... Moment. Doch, zurück. Und ich muss sagen, im Moment geht es wirklich sehr gut voran. Dank eurer Hilfe natürlich. Ihr habt mir Tipps gegeben und Ratschläge. Versucht doch mal dies und das und jenes. Und wirklich, es hat funktioniert. Fertig. So. Hier wieder raus. Wo sind wir? Da unten ist der Baum. So. Den lustigen Holzwürmern können wir... Wo habe ich sie jetzt? Die Soldaten geben, die wir auf der Kirmes gewonnen haben. Ich glaube, da waren sie gerade. Ja, das waren sie. Da, genau. Ja, komm, zumachen. Und geben. Hey, hier sind eure Waffen. Bring sie zu mir. Hervorragend. Da sind sogar killergrüne Roboter des Todes dabei. Und jetzt solltest du vielleicht an deinen Teil der Abmachung denken. Aber natürlich. Holzwürmer. Achtung. Befreiungsarmee der Holzwürmer. Beginnt mit der Operation Baumsterben. Ohne Geräusch. Cool. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder, wenn ich Herrscher des Universums bin. Klar doch. Und wie ich mich darauf freue. Schmutziges, westliches, hosentragendes Schwein. Alles schlechte. Wenn die Vereinten Nationen nur meinem Beispiel gefolgt wären. Mein Vater... Nun, da er tot ist, werde ich das Volk anführen. Zusammen werden wir alle Feinde bekämpfen, um die unterdrückt.
Nun, da mein Bruder von dem Kapitalistenschwein ermordet wurde, müssen wir einen Feldzug des Terrors starten, wie ihn die Welt noch nie erlebt hat. Warum gehen wir nicht einfach alle nach Hause? Ja, lass uns alle nach Hause gehen. Nein, wir müssen frei sein. Lasst uns zu den Waffen greifen und... Okay. Gehen wir nach Hause. Das nenne ich aber mal eine Friedenstruppe. Wir haben den Gürtel. Und irgendwie erinnern die Stimmen mich sehr an... Ja, wie soll ich es beschreiben? An die Schlümpfe. Wir müssen jetzt wieder zurück in die Stadt. Und zwar... ins Hotel. Es muss wieder Nacht werden. Leider Gottes, Freunde. Ja, leider Gottes. Meine Nase juckt. Nein, das nicht. Aber leider Gottes müssen wir wieder dieses wehleidige Prozedere hinter uns bringen. Wo war der jetzt da? Moment, wo hatten wir jetzt... da war das Lagerhaus. Das war der Eingang. War das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Es war verkehrt. Scheiße. Der letzte, der uns nämlich jetzt noch fehlt in unserer lustren Dreisamkeit, ist GW San, der Ninja. So, und um ihn zu bekommen, müssen wir jetzt seinen Geist erstmal einfangen. Und der Hotelbesitzer hat uns ja gesagt, dass er seit kurzem da Probleme hat mit einem Geist. Mit einem Geist eines Ninjas. Und von daher... werden wir uns jetzt diesem einmal antun. Und wieder laden. Und wieder das Geräusch. Und wieder die Musik. Oh. So. Darunter. Dann hier durch. Um die Bar herum. Da rein. Hier hoch. Hier rum. Darum. In die falsche Richtung gerannt. Ah. Hallo ins Zimmer. Simon. Ach so. So, und hinlegen. Schon besser. Schon besser. So, jetzt brauchen wir das Gefäß. Für eine kleine Aufgabe benötigt man einen kleinen Mann. Ja, ja. Ganz toll synchronisiert, Herr von und zu. Na, komm schon. Stellen Sie nämlich hier vor den Spiegel, warten, bis der Geist wiederkommt. Das kann sich nur um Jahre handeln. Ich lebe, um zu kämpfen und die Früchte von Fra... Ich glaube, ich brauche was von GW San, bevor ich es benutze. Ach. Na, der... Okay. So, jetzt. Nicht bescheuert. So, da. Habt ihr ihn gesehen? Da haben wir ihn. Sieht aus, als hätte ich ihn erwischt.
Genau, Freunde. Und was wir damit machen, das zeige ich euch im nächsten Teil. Dranbleiben, es bleibt spannend. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.